Und da sind wir wieder zurück beim zweiten Part von Let's Play TKKG 11 Film ab. Wir haben am ersten Part schon eine Pille gefunden und die auch schon Gabi gezeigt im Apotheke, aber noch nicht. Und das wollte ich eigentlich gerade noch mal kurz machen. Ob das geht, wollte ich rausfinden. Das geht. Herr Brodonski, ich hätte hier... Tim, ich helfe euch Kindern gern. Aber wenn es das ist, was ich vermute, dann gehst du jetzt besser. Hä? Das ist ja merkwürdig. Na, aber wie auch immer. Auf jeden Fall wollten wir dann mal mit Karl durch die Gegend ziehen. Moment! Moment! Erstmal zu Klößchen. Ich komme schon! Geschafft! Gibt es bei dir etwas Neues, Klößchen? Meine Eltern haben gerade angerufen. Sie müssen noch etwas länger in Rio de Janeiro bleiben. Ah, sie sind an diesem berühmten Glockenberg, der wegen seiner Form auch Zuckerhut genannt wird. Ein eindrucksvolles Wahrzeichen. Ja, sicher. Was machen die da denn schon wieder? Schokolade? Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Kakao, ne? Ist vermutlich so. Ja, hier ist alles weggeräumt. Gabi ist auch nicht mehr da. Ich komme vielleicht nicht so locker mit dem Referat voran, aber es würde mir nicht im Traum einfallen, Pillen zu schlucken, um mein Gehirn auf Turbo zu schalten. Turbo? Turbo ist gut. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wirbel. Ja. Das mag sein. Gehen wir nochmal mit Karl zur Apotheke. Einen schönen Tag, Herr Brodonski. Es ist ganz schön kalt geworden. Grüß dich, Karl. Es gibt kein falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Sie sagen es. Ja, wie früher, immer mit irgendwelchen komischen Sprüchen. Aber immerhin kennt er Karl. Es war, glaube ich, im ersten Spiel nicht immer so, dass er sich an alle von TKKG erinnern konnte. Mit Karl können wir jetzt auch das Plakat kriegen. Meine neue Kollegin hat das alte Plakat mit den Heilpflanzen gegen eins mit diesen... Partydrogen ausgetauscht. Ecstasy-Tabletten. Ich finde ja, jungen Leuten sollte das Zeug nicht auch noch gezeigt werden. Aber Frau Schulze ist der Meinung, man könnte nur vor etwas warnen, was man schon mal gesehen hat. Stimmt ja eigentlich auch. Waren Sie mit Ihrem Wissen schon mal Quizkandidat? Lieber Himmel, nein, nein, nein. Also, wenn ich sehe, wie sich im Fernsehen die dümmsten Esel blamieren und ein ach so gewitzter Moderator seine Schau abzieht. Kein Bedarf. Also mir würde auch mulmig werden bei dem Gedanken, nach einem Patzer von jedem Passanten als der größte Depp der Nation angestarrt zu werden. Aha, hat er jetzt nichts mit Ecstasy zu tun, aber vielleicht... Fahren Sie mit ihm? Warum haben manche Tabletten eine Rille? Na gut, damit man sie durchbrechen kann. Was ist das für eine Frage? Eine Rille oder Kerbe ermöglicht es, eine Tablette leichter zu halbieren, um die Dosierung so zu verfeinern, wie es der Beipackzettel empfiehlt. Es macht ja bereits einen Unterschied, ob es um kranke Kinder oder kranke Erwachsene geht. Manche beachten nicht die Angaben der Pharmaindustrie und verfahren nach dem Motto, je mehr, desto besser. Das kann fatale Folgen haben. Nicht umsonst wird den Leuten eingetrichtert. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, oder lesen Sie die Packungsbeilage. Gut. Dann sind wir jetzt mit Klößchen unterwegs. Wenn meine Eltern aus Südamerika zurück sind, werde ich Papa mal fragen, wann er gedenkt, mit dem Lohn herauszurücken. Für eine Woche Haushitten plus Heizerbonus und Treppensteigerzulage. Aha. Zu dumm, dass sich Bertha auf einer Kurve befindet. Ohne Haushälterin wird mir erst klar, wie viel Arbeit sie mir sonst täglich abnimmt. Ach so, also ist Klößchen hier mal ausnahmsweise ganz allein zu Hause? Okay, wir können aber offensichtlich gar nichts anklicken. Na, das hat es ja richtig gebracht. Dann geht's nochmal zur Apotheke. Guten Tag, Willi Sauerlich. Hat deine Mutter den Flug nach Südamerika gut überstanden? Oh ja. Von Ihnen hat sie also das Mittel gegen Reiseübelkeit. Das wurde aber Zeit.
Während mein Vater seine Flügel genießt, füllt meine Mutter ständig diese grässlichen Tüten. Grauenhaft. Es freut mich zu hören, dass ich behilflich sein konnte. Es gibt hier nur einen Apotheker. Oh. Mehr Sport und weniger Schokolade würde auch dir gut tun, Willi. Selbst wenn beides im Körper Stoffe freisetzt, die Glücksgefühle hervorrufen. Woran erkennt man, dass jemand Drogen nimmt? Mit Tim konnten wir gar nichts anklicken, oder? Ich finde, du bist reichlich jung, um dich mit diesem Thema zu befassen. Wer Drogen nimmt, geht eine Gefahr ein. Außerdem ist es illegal. Du würdest dich strafbar machen. Besitzt du etwa Drogen? Es soll ja ganz Abgebrühte geben, die welche wie selbstverständlich bei sich tragen. Wo denken Sie hin? Aber Sie machen es einem nicht leicht. Gesetzt den Fall, jemand wolle davon loskommen und sich Ihnen anvertrauen. Ja, wir können sogar Ihnen das Ding nochmal zeigen. Vielleicht machen wir das einfach mal. Upsa. Oh, ständig da. Hast du welche dabei? Nein, nein! Jetzt auch irgendwie raus. Ja, Brodonski, wir haben... Wir wollen... Also, es geht um diese... Willi, ich habe das nicht gesehen. Du weißt ja, wo die Tür ist. Ja, wieso ist er denn so aggressiv? Haben wir gerade schon beide Fragen gestellt? Woran erkennt man, dass jemand... Kennen Sie einen Schädling namens Hexenbesen? Hexenbesen. Lateinisch Crinipellis perniciosa. So heißt ein Pilz, der vor einiger Zeit in den Kakaoplantagen Südamerikas wütete. Er hat sich stark vermehrt, nachdem man für eine Rekordernte zu viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt hat. Die Leute glaubten, ihm mit dem Messer beizukommen. Aber das Gegenteil war der Fall. Die freigesetzten Pilzsporen sorgten für eine rasante Vermehrung. Ich hatte ganz vergessen, dass Sie Pilzexperte sind. Mein Vater meint, der Hexenbesen habe schon ganze Landstriche verwüstet. Ja, das ist ja blöd. Wir können Ihnen das Ding ja nochmal mit Karl zeigen. Der wird aber wahrscheinlich auch rausgeschmissen. Herr Brodonski, wenn Sie mal einen Blick auf diese seltsame Tablette... Drogen sind selbst für TKKG eine Nummer zu groß. Ich bin da der falsche Ansprechpartner. Bitte bringen Sie auf der Stelle fort. Bitte bringen Sie auf der Stelle fort. Okay, dann... Armer Klößchen. Ich bin im Moment nicht gerade eine Hilfe bei dem Referat. Ja, dann gehen wir jetzt rein und helfen. Wie ich ihn kenne, erledigt er meinen Teil auch noch. Damit wir vor der Klasse keine halbe Sache machen. Na sicher. Ich eile. Nicht weggehen. Nun aber. Hast du eine Ahnung, wie lange wir noch für dieses Referat brauchen werden? Also, die Einleitung steht, die Statistiktabelle ist ausgewertet und die Quellenangaben sind so gut wie komplett. Aber an den Ausformulierungen hapert es gewaltig. Oh Mann, und bis Montag muss alles fertig sein. Ich sehe schon ein arbeitsreiches Wochenende vor uns. Ja, sicher. Und wenn wir eine dieser obdachlosen Zeitungen mit in den Unterricht nehmen, die einem unterwegs verkauft werden? Ah, du denkst an die armen Straßenverkäufer. Soviel ich weiß, dürfen sie die Hälfte der Einnahmen aus dem Erlös aller verkauften Zeitungen als Lohn behalten. Ein gutes Beispiel für Selbsthilfeprojekte. Was ist denn überhaupt das Thema des Referats? Wie auch immer. Auf jeden Fall können wir eigentlich noch eine einzige Sache machen, und zwar mit Gabi zur Apotheke. Hallo, Gabi. Du siehst ein wenig blass um die Nase aus. Ich nehme jetzt Drogen. Geht es dir nicht gut? Ich habe was Falsches gegessen und mich übergeben. Das kommt vor. Wenn es öfter zu solchen Beschwerden kommt, empfehle ich dir dringend den Gang zum Arzt. So also können Ecstasy-Tabletten aussehen. Ja, sicher. Ein jeder sei seines Glückes Schmied. Aber doch nicht auf diese Weise, bitteschön. Abheben wie Superman? Da bin ich lieber Super Gabi und bleib auf dem Teppich. Ein Smiley. Erst wird gelacht und dann wird gekotzt. Genauso wie der hier. So harmlos und freundlich. Denkste. Dollar? Das Dollarzeichen. Wer verkauft bloß solchen Mist?
Ein Dino? Ein ausgestorbener Dino. Das spricht wohl für sich. Ein Herzpfeil? Auf solche Liebesgrüße kann ich zum Valentinstag getrost verzichten. Der Kollege Feuerstein? Fred Feuerstein? Der jubelte auch ohne Drogen sein Jabba-Dabba-Doo. Ja, und eine fehlt noch. Was ist das denn hier? In der Mitte, Smack Beauty. Smack Beauty, der Hengst, der sich aufbäumt. Oh Mann, dann habe ich auf dem Schulhof tatsächlich eine Partydroge bekommen. Von wegen Vitaminbonbon. Jo. Aber die andere Tablette, die mit dem Pilz, kann ich nicht entdecken. Schade, dass Herr Brodonski bei diesem Thema so stur ist. Wenn ich nur mit der Person reden könnte, die dieses Plakat aufgehängt hat. Ja, das ist ja hier die Kollegin. Also... Wie soll man sich verhalten, wenn jemandem wegen einer Droge übel wird? Ein Notfall also. So wie du mitbekommst, dass es sich wirklich um Drogen handelt, bittest du einen Dritten Hilfe zu holen. Der soll sofort die Notrufnummer wählen. Du selber bleibst bei dem Kranken und versuchst mit ihm zu sprechen. Gib ihm was zu trinken. Nur Wasser. Öffne vorsichtig zu enge Kleidung und sorge für frische Luft. Finde heraus, was er genommen hat. Dann weiß der Arzt sofort, woran er ist. Scheue dich nicht, ihm alles, was du weißt, anzuvertrauen. Das würde ich machen. Alle Ärzte unterliegen ja der Schweigepflicht. Ah. Oh. Hallo, mein Name ist Gabi Glockner. Ist Herr Brodonski nicht da? Grüß dich, Gabi. Gesundheit! Mein Chef ist hinten. Ich hole ihn rasch. Nein, nein, vielen Dank. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass er nicht da ist. Ich hätte da ein paar Fragen zu einem Fall, bei dem es um Drogen geht. Die Jungs und ich, also wir sind die Detektive von TKKG. TKKG? Natürlich. Herr Brodonski war euch doch früher schon behilflich. In puncto Drogen ist er total strikt. Das musst du ihm nachsehen. Er hat eine altmodische Einstellung. Neulich besorgte er seiner Enkelin zum Geburtstag so ein langweiliges Heile-Welt-Buch mit Pferdchen für Mädchen, wo stets alles brav und fair zugeht. Dabei ist sie 17. Ich heiße übrigens Sissi. Wir können doch du zueinander sagen. Gerne, Sissi. Es ist schön, sich mit jemandem so locker zu unterhalten. Das letzte Mal, als sich Gabi locker mit jemandem unterhalten hat, wurden ihr Drogen. Wie viele Ecstasy-Tabletten gibt es eigentlich? Da ist wohl jeder überfragt. Das Plakat zeigt eine Auswahl. Tabletten, die häufig im Umlauf und gut zu erkennen sind. Sie haben einen Durchmesser von 5 bis 13 Millimetern und sind circa 3 bis 5 Millimeter hoch. Es gibt welche, die weder Namen noch Symbol tragen. Wir nennen sie No-Names. Sie lassen sich leicht mit anderen Tabletten verwechseln, etwa solchen mit Giftstoffen, zum Beispiel Schneckenbekämpfungsmitteln. Das kann tödlich enden. Das ist ja vollkommen krank. Diese Tablette hat mir neulich einer angedreht. Ich hielt sie für einen Vitaminbonbon. Es ist immer gefährlich, etwas zu schlucken, was man nicht wirklich kennt. Jede dieser Tabletten verspricht eine andere Wirkung. Aber es kann sein, dass ein übler Zeitgenosse sie nur wie eine Bekannte aussehen lässt. In Wirklichkeit hat er, wer weiß das schon, noch ganz andere Stoffe untergemischt. Selbst bei Drogen gibt es Etikettenschwindel. Asozial. Dass sich Sportler für ein Leben ohne Drogen einsetzen, ist meiner Meinung nach ein zweischneidiges Schwert. Herr Brodonski sagt, die Jugend braucht Vorbilder. Nur stellt sich die Frage, was für welche? Oft sind es ausgerechnet Sportler, die sich bei Leistungsdruck mit Drogen vollpumpen, um aus Wettkämpfen als Sieger hervorzugehen. Das nennt man Doping. Ja, sicher. Seit wann gibt es Ecstasy eigentlich? Ecstasy ist synthetisch, denn es wird künstlich in Chemielaboren hergestellt. Es bezeichnete zunächst eine einzige Substanz, MDMA. Das steht für Methylendioxymethanamphetamin. Sie kam Anfang des vorigen Jahrhunderts als Appetitzügler auf den Markt. In den 50ern interessierte sich das Militär dafür, in den 70ern die Psychiatrie. Seit den 80er Jahren taucht sie in vielfach abgewandelter Form als Spaß- und Gute-Laune-Droge auf Partys auf. Die meisten pfeifen wahrscheinlich auf gesundheitliche Risiken, weil der Glücksrausch das Gegenteil vorgaukelt. Na sicher. Das ist möglich. So, nochmal zur Apotheke. Seit wann gibt es Ecstasy? Ist Ecstasy nun so richtig verboten oder nicht?
Ich denke mal schon. 1986 fiel die Grundsubstanz des Ecstasy unter das Betäubungsmittelgesetz. Sie war verboten. Was machten die Leute, um das Gesetz zu umgehen? Sie entwarfen in ihrem Geheimlabor chemische Abkömmlinge mit ähnlicher Wirkung. Die kamen im Gesetz nicht vor, weil es sie ja nicht kannte. Man spricht von Designerdrogen, weil die Zutaten der Droge immer wieder neu designt. Also neu entworfen werden. Ah, ich verstehe. Bei dieser Vielfalt an Tabletten hinkt das Gesetz immer hinterher. Und ständig gibt es einen neuen Stoff. Ja, jetzt haben wir einiges über Ecstasy gelernt. Das war der zweite Part von Film ab. Warum das ganze Film ab heißt, haben wir jetzt nur so am Rande bisher mitbekommen. Immerhin spielt ja ein gewisser Mikey Hobler hier eine wichtige Rolle. Mehr dazu später, vielleicht schon Part 3. Bis dann, ciao.